Servus zu Barbecue aus Franken. Auch heute wird es experimentell. Ich verwende mal wieder meine Lieblingszutat oder eine meiner Lieblingszutat, den Schweinebauch. Und den werden wir heute hawaiianisch zubereiten. Also das ist eine Fantasiegeschichte, aber ich versuche es ganz einfach einmal. Hintergrund ist, ich mag das Hawaii-Toast ganz gerne. Schon aus meiner Kindheit hat es das früher mal gegeben. Und die Komponenten werden wir heute einfach mit dem Schweinebauch kombinieren. Ich versuche es zumindest. Ja, ich werde immer wieder gefragt, Sven, wie kommst du auf deine Rezepte? Das ist genau so, wie es jetzt ist. Das heißt also, ich habe irgendwo ein Lieblingsgericht und versuche das dann ganz einfach mit einem meiner anderen Lieblingsgerichte zu kombinieren. Guck, was passt zusammen, wie passen Aromen und Zutaten zusammen. Was anders ist es nicht und das machen wir heute miteinander ganz einfach. Es geht mir, wie gesagt, um das Experiment. Was kommt am Schluss dabei raus? Und wie schmeckt es? Also, Schweinebauch Hawaii. Das Brett ist noch leer, das füllen wir jetzt gemeinsam. So, da haben wir das Objekt der Begierde. 1,3 Kilo Schweinebauch. Wie gesagt, eines meiner Lieblingsstücke Fleisch, weil doch wirklich so viel draus zu machen ist. Die Knochen hat mir der Metzger schon rausgelöst. Ein paar Knorpel sind da drinnen, die schneide ich jetzt gleich raus. Ja, und dann habe ich eine Ananas und die werden wir natürlich nicht ganz brauchen, ein bisschen was davon. Der Rest wird so genascht. Obst ist ja gesund. Dann noch ein bisschen Käse, das ist jetzt Maßdamme in dem Fall. Könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Dann ein bisschen Wacholderschinken, der wird jetzt recht gut dazu passen. Und beim Würzen machen wir es uns heute ganz einfach, aber furchtbar lecker. Ich nehme den House Rub von Barbecue Alt Bellach. Ich schneide jetzt mal schnell die Knorpel raus und dann geht es weiter mit der Schwarte. Die schneide ich ein bisschen ein. So, Knorpel sind draußen, es waren Gott sei Dank bloß zwei Stück. Ich schneide jetzt einfach mal, wie üblich, das Fleisch ein bisschen ein, also sprich die Schwarte. So, und das Ganze natürlich auch in der anderen Richtung. So, die Schwarte ist eingeschnitten, nicht immer so wie es sein soll. Ich habe hier übrigens Fleisch geschnitten, aber das wird sicher deswegen trotzdem gut. Ich werde jetzt Folgendes machen. Und zwar werde ich jetzt versuchen, schön einen Schnitt komplett durch das Fleisch durchzumachen, beziehungsweise nicht ganz komplett bis zum Schluss, dass wir so eine Art Scharnier haben und dass wir das Ganze aufklappen können zum Füllen. Versuche ich da einfach schön einzuschneiden und es aufzuklappen. Ein bisschen vorsichtig, dann geht es schon. Wenn man so kleine Schnitte macht, dann sollte das ganz gut funktionieren. Wenn ihr euch das nicht zutraut oder das einfach nicht machen wollt, fragt einfach mal den Metzger, ob er euch das macht. Wenn es ein netter ist, macht das bestimmt. So, ich bin jetzt so gut wie am Ende. Wir müssen mal aufpassen, dass wir es jetzt nicht ganz durchschneiden. Und selbst wenn, ist es ja wurscht, wir legen den Deckel ja eh wieder drauf. Aber schön ist halt, wenn man eine Seite schon mal nicht zu tackern müssen oder zu spießen müssen. Egal wie man dazu sagt. Ja, ich denke, das passt so. Schaut's aus? Gut schaut's aus. Genau so machen wir es. Ja, und wie gesagt, wir machen es uns heute einfach, aber lecker. Und deswegen, wie gesagt, im Beda sein House Rub. Mit dem würze ich jetzt die komplette Fleischfläche. Ja, und da haben wir wirklich alles drin, was gut, lecker und zum Fleisch passt. Und wenn man die andere Seite von der Dose nimmt, bricht man ein bisschen mehr raus. So, ein bisschen andrücken, dass uns das gute Gewürz nicht vom Fleisch fällt. Einmal rumdrehen und hier nur die Fleischseite würzen. Die Schwarte kriegt dann wieder nur Salz ab. So, das passt. Wieder rumdrehen. Ja, wie gesagt, Fleisch gewürzt. Das klappen wir jetzt erstmal wieder zusammen und stellen es auf die Seite. Und jetzt widmen wir uns der Ananas. Also, schneiden wir mal den Kopf ab. Und dann habe ich ein schönes Aushöhlinstrument. Da holen wir jetzt die Ananas raus. Und zwar gleich schön in Scheiben. So, und dann mit ein bisschen Kraft kann man jetzt alles rausholen. Wir haben den Strunk innen und die Ananas außen. Ich habe da ein bisschen. So, unsere frische Ananas haben wir da. Und mal gleich ein Stück probieren. Ich mag sowas. Lecker. Wird bestimmt gut zum Fleisch passen. Ich schneide jetzt das so, dass wir dann Scheiben haben. So, Ananas fertig. Wir machen mit dem Fleisch weiter. Also Fleisch wieder zurück aufs Brett und aufgeschlagen.
So, und dann fangen wir mit dem Schinken an. Ich lege den so, dass ich bis zur Mitte lege. Eine zweite Scheibe auf der anderen Seite. Und zwar so, dass wir dann später den Käse einschlagen können, dass wir dann beim Grillen den Käse nicht verlieren. So, da gehen wir ruhig reichlich Schinken drauf. Die Mengenangaben zu der ganzen Geschichte findet ihr dann wie üblich in dem Rezept, das als PDF für euch unter dem Video zu finden ist. So, ich filme jetzt das Ganze ein bisschen zur ungünstigen Zeit. Wir haben viel Schatten und viel Sonne gleichzeitig. Die Sonne scheint quasi durch die Sträucher, die drumherum sind. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr könnt erkennen, was ich da so tue. So, und jetzt gebe ich Käse drauf. Käse, Schinken, das passt eh gut zusammen. Und ich habe noch zwei Scheibler Schinken übrig, die gebe ich jetzt noch oben drüber. Also das muss von den Zutaten her gut werden, das kann gar nicht anders sein. Ja, jetzt schlagen wir das Ganze einfach wieder ein. Wie gesagt, die Übung sollte eigentlich so rausgehen, dass wir den Käse dann später beim Grillen nicht verlieren, sondern dass der schön an unserem Essen bleibt. So, also wir haben eine richtig schöne Platte mit Schinken und Käse. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. So, jetzt gebe ich einfach ein paar Scheiben Ananas da drauf. Und jetzt schlage ich das Fleisch einfach oben drüber und stelle fest, dass meine Platte jetzt groß geworden ist. So, ich muss die Platte ein bisschen weiter runterschieben, das habe ich schon gesehen, das reicht mir nicht ganz. Dann schlagen wir das Fleisch oben drüber und versuchen das komplett wieder zuzudecken. Ah, kleiner Schnitt. So, so sollte das jetzt in etwa ausschauen. So, ich habe erst überlegt, ob ich das Ganze jetzt zunähe. Ich werde es aber mal mit Rollladenspießen versuchen. Schauen, ob das funktioniert. Ich denke schon, dass uns das schon zusammenhält. So, ich denke mal, mit der Bauroladenspießen hat es jetzt ganz gut funktioniert. Jetzt müssen wir es oben eigentlich bloß noch salzen und dann kann es schon auf den Grill. Also geben wir eine ordentliche Portion Salz drauf, versuchen die Schnitte ein bisschen mit dem Salz zu füllen, gerade ein bisschen was reinzukriegen. Das sollte ganz gut funktionieren. So, Vorbereitungen abgeschlossen. Zumindest was das Fleisch betrifft. Das geht jetzt auf den Grill. So, und zubereiten möchte ich das Ganze heute im Monolith. Der läuft gerade hoch, also sprich, den regel ich gerade ein. Und weil ich heute eine absolute faule Socke bin und eigentlich wirklich nur auf das Ergebnis scharf bin, lasse ich mir da heute auch ein bisschen helfen. Ich habe das Firebot heute im Einsatz, sprich mit der Software, in der ich alles einstellen kann. Und die Luftzufuhr, die übernimmt mir quasi der Lüfter von Firebot. Das ist jetzt wirklich der Originallüfter, den habe ich ganz neu dazu. Und den gibt es jetzt wirklich mit Adapterplatten für die meisten Keramikgrills. Das sind solche Adapterplatten, da wird eigentlich der Lüfter dann bloß noch später in das Loch gesteckt und der fixiert sich mit zwei Klammern. Also wirklich völlig easy die ganze Geschichte. Ich verlinke euch das am Schluss vom Video mal oder unten drunter bzw. unter dem Video. Da könnt ihr euch auf dessen Seite, also sprich auf der Firebot-Seite, mal umschauen dazu. So, und jetzt läuft der Lüfter natürlich noch Vollgas und der liefert so richtig Dampf, dieser Lüfter. Ja, also machen wir mal unser Setup soweit fertig. Das heißt indirekte Hitze, eine Abtropfschale, Abstandshalter, Grillrost, Temperaturfühler in die indirekte Zone. Und jetzt machen wir den Deckel wieder zu. Das Ganze soll sich jetzt bei 180 Grad einpegeln. Ja, und jetzt merkt man, nachdem der Deckel zu ist, der Lüfter wird ruhig. Warum? Er misst natürlich die Temperatur, stellt fest, ich brauche gar nicht so viel Luft jetzt, so viel Sauerstoff im Grill und wird deswegen langsamer oder jetzt in dem Fall sogar ganz aus. Der regelt im Übrigen nicht immer 100% 0, 100% 0, sondern je nachdem, was er an Luft braucht, das führt dazu. So, wir sind auf einem guten Weg. Die Temperatur haben wir gleich erreicht, die wir brauchen. Ich gebe jetzt das Fleisch mal auf den Rost. So, jetzt bin ich natürlich zu nah mit meinem Fühler.
Das heißt, den tun wir jetzt da mal weg. Na? Und positionieren dann einfach neu. Immer noch in der indirekten Zone und in der Nähe vom Fleisch. So, noch eine Sonde rein. Und dann versuche ich jetzt mal ungefähr die Mitte zu treffen. Es wäre schön, wenn mir das halbwegs gelingt. Ja, was wollen wir erreichen? 82 Grad und eine schöne Kruste natürlich. Achten wir mal drauf, vielleicht müssen wir später die Temperatur ein wenig hochsetzen, aber jetzt lassen wir es mal laufen. Ich schaue auf die Uhr für euch, damit wir wissen, wie lange das gedauert hat. Deckel zu. So, während der Fan jetzt gerade noch mit 100% gelaufen ist, während der Deckel offen war, ist er jetzt wieder runtergegangen auf 0 und wird dann jetzt ganz gemütlich die Temperatur halten auf 180 Grad. Im Moment sind wir bei 122 Grad, natürlich Tendenz steigend bis zu den 180 Grad. So, Fleisch ist im Moment bei 70 Grad, wird also nicht mehr lange dauern, bis es fertig ist. Wir haben in aller Ruhe Zeit und können jetzt die Beilage dazu machen. Was gibt's? Wir machen Tagliatelle. Der Franke sagt Tagliatelle oder besser Bratennudeln. Also Bratennudeln und wir machen Ananas-Sahne-Soße dazu, ganz was Einfaches. Eine Pfanne und die machen wir heiß. Schmelzen da drin eine Menge Butter. Ein paar Stückchen von der Ananas dazu. Die lassen wir jetzt einfach da drinnen ein ganz bisschen Farbe nehmen. So, also mit Farbe nehmen meine ich jetzt nicht, dass die recht dunkel werden, sondern dass die einfach ein bisschen Aromen von dem Butter annehmen und ganz leicht angeröstet sind. So, das ist auch schon gut so. Man sieht es ganz leicht, haben sie ein bisschen Farbe angenommen. Mehr muss das gar nicht sein. Jetzt drehe ich einfach die Temperatur ein bisschen runter. Die Sahne an. Mixe das Ganze mit ein bisschen Salz und Pfeffer und lasse das Ganze jetzt einfach ein bisschen reduzieren. So, das kocht jetzt so schön vor sich hin und jetzt geben wir noch mal so, ja, ich sage mal so 50, 60, vielleicht auch 100 Milliliter Weißwein dazu. Also ich habe die Soße jetzt schon mal probiert, die ist richtig lecker, richtig sahnig, da ist die Ananas dabei, die Säure vom Wein dabei, Salz und Pfeffer kommt raus und mehr muss das jetzt gar nicht sein. Lassen wir jetzt mal so 2 Minuten noch köcheln und dann drehe ich es runter, dann brauchen wir eigentlich bloß noch die Tagliatelle, sprich die Bratennudeln, durch die Soße ziehen. 81 Grad Kerntemperatur. Es gibt jetzt 2 Gründe, warum ich das jetzt schon runter nehme. Der erste, es schaut sensationell gut aus. Der zweite, ich habe extrem Hunger. Und da haben wir unser schönes Stück Fleisch. Ja, Schweinebauch Hawaii. Ja, dann versuchen wir über die Kamera hinweg so einen richtig schönen Mittelschnitt. Ich sehe gerade einen Spieß, habe ich noch vergessen. Den nehmen wir auch gleich raus. Und jetzt schauen wir mal rein, wie das Ganze innen ausschaut. Ja, also sensationell gut und sensationell saftig. Ich glaube, da mache ich jetzt mal ein schönes Tellerbild und dann wird versucht. So, ich habe hier die Ananas, die wir vorhin ja benutzt haben, um die Stücke zu machen, also quasi die Scheiben und jetzt für die Soße. Da werde ich jetzt einfach ein bisschen mit Spießen die Ananas wieder zusammensetzen, versuche ich zumindest. Klappt ganz gut. Da gebe ich jetzt diese Nudeln hinein. Wer möchte, kann die Ananas vorher natürlich im Grill noch ein bisschen warm machen. Ananasstücke oben drauf. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der gefüllte Schweinebauch Hawaii. So, ich denke, das hat viel Schönes. Das müssen wir natürlich jetzt versuchen, ob es auch wirklich so gut ist, wie es denn ausschaut. So, es schaut schon mal richtig gut aus und ob das jetzt auch wirklich so ist, das werde ich ja mal testen. Das heißt, also ich schneide mir mal so ein Stück ab, wenn möglich mit allem Drum und Dran, Schinken, Käse, Ananas, sollte eigentlich alles dabei sein. Hat funktioniert. Kruste ist knusprig, die Süße der Ananas ist da. Schlucke schon mal runter. Ja, das Fleisch ist schön saftig.
Da kriegst du kleinen Sprachfehler bei der ganzen Geschichte. Also, richtig schöne Geschichte, sensationell würde ich sagen. Was ich natürlich jetzt noch probieren muss, ist die Sahne-Nudeln-Soße-Geschichte da. Also, schöne Portion. Genau mein Ding. Leicht pfefferig. Auch da die Süße durch die Ananas. Die Nudeln al dente. Herz, was willst du mehr? Also, ein richtig schönes Essen, das ihr hoffentlich nachmachen werdet. Rezept findet ihr unten, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin schon mal erwähnt. Also macht die ganze Geschichte nach, es rendiert sich wirklich. Also Schweinebauch, Hawaii-Art. Also wie gesagt, Hawaii bezieht sich dann in dem Fall auf dieses Hawaii-Toast. Ja, ich hoffe, euch hat die ganze Geschichte gefallen und wenn dem so wäre und ihr mögt, vielleicht wollt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Da kommt gleich das Logo. Klickt da bitte drauf, könnt ihr den Kanal abonnieren, kostet nichts. Und ihr seht mehr solche Schandtaten. Vor allem, wenn ihr auf die Glocke klickt, dann kriegt ihr auch die Info dazu. Ich bleibe euer Sven. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder um 18 Uhr zum neuen Rezept. Muss jetzt mal Abendessen essen, bevor es kalt wird. Viel Spaß noch die nächste Zeit. Ich bleibe euer Sven, wie gesagt. Tschüssi. Und noch ein schönes Stückle. Die Kruste ist ja hervorragend. Oh Gott, kriege ich fast nicht durch. So muss sein, genau so.